Hallo zusammen, liebe Solopreneure, hier ist die Shalia und wir gehen weiter mit der Idee des Simple Business. Und heute möchte ich fokussieren, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, auf das Businessmodell. Und ich wollte meine persönliche aktuelle Vorstellung davon erläutern, was ich für einfach halte, für elegant, für ja, so schön und toll. Also, ich habe ein Bild im Kopf, aber bevor ich losgehe und darüber rede, über meine Bento-Box, hallo, wer auch immer da ist, schreib mir einen Kommentar hier neben dem Live-Video, sodass ich weiß, dass du da bist, dass ich dich begrüßen kann. Bevor ich einsteige in was ist ein einfaches Businessmodell und über meine Bento-Box spreche und wie ich das sehe, wollte ich vorweg einige Sachen erklären. Und zwar, ich habe ein bisschen gezögert die ganze Zeit, um über ein einfaches Businessmodell zu sprechen, weil das, was sich für mich einfach anfühlt, ist nicht unbedingt zwangsläufig das, was für dich sich einfach anfühlt. Hallo Nicole, ich habe gesehen, dass du da bist. Danke, dass du einen Kommentar schreibst. Und wichtig bei dieser ganzen Sache ist, dass du, egal ob du jetzt oder später nach dem Video, wenn du darüber dabei bist, zu reflektieren, dass du innehältst und dass du wirklich schaust, was ist für dich einfach hinsichtlich deines Businessmodells. Weil für eine Person könnte heißen, ein Jahr, was voll ist mit größeren Flagship-Launches und vier kleine Launches, für sie easy. Und für mich wäre das gar nicht. Und deswegen nur mal das als Hinweis vorweg. Okay, so, jetzt ist das gesagt und hallo Alexandra, schön, dass du dich meldest. Danke. Ich bin für mich auch zurzeit total toll in Rot. Ich habe fast jeden Tag diese rote Jacke an. Wenn ich schon mal was mag, dann ziehe ich das ständig an, nur mit einem anderen Hemd unten drunter. Hab gleich so Lippenstift drauf. Okay, wir steigen ein. Und zwar meine aktuelle Vorstellung von einem einfachen und eleganten Businessmodell, und ich habe ein Bild gepostet in der Gruppe gerade, ist eine Bento-Box. Kennst du das, wenn du japanisch essen gehst oder manchmal koreanisch, manchmal sogar in der chinesischen Küche, kriegt man diese wunderschöne kleine Box. Das ist wirklich so viereckig in der Regel. Es hat unterschiedlichste Abteilen drin und mein Lieblings-Bento-Box hat genau vier Abteilen und in der Mitte zwischen diesen Abteilen ist so eine kleine im mittleren Bereich für Soßen oder für Wasabi und Ingwer oder irgendwas in die Richtung. Also insgesamt vier große Abteilen und eine kleine fünfte in der Mitte. Und was ich so liebe an dieser Box und warum ich beim Koreaner immer eine Bento-Box bestelle, ist, dass die mich wirklich ästhetisch ansprechen. Die sind meistens schwarz lackiert außen und innen drin rot oder genau umgekehrt. Und sie haben einfach was Tolles. Und die Präsentation des Essens ist meistens total toll. Es sieht einfach total schön aus. Und das Auge ist natürlich mit. Und immer wenn ich an meinen Businessplan für das kommende Jahr denke und ich möchte, dass es einfach und schlicht und elegant ist und eine schöne Präsentation hat, dann denke ich an diesen Bento-Box. Und meine Interpretation für dieses Jahr ist, dass ich genau vier Produkte habe, also diese vier Abteile, die ich hier angesprochen habe, und dann einige unterstützende Elemente. Das sind diese mittleren Teil. Und zwar, wie sieht es bei mir aktuell aus? Ich habe ein Thrive-Jahresprogramm, was ein hochwertiges und auch hochpreisige Investition ist für ein ganzes Jahresmentoring. Ich habe ein mittleres Programm, das nennt sich Fly. Das wären eins dieser Abteilungen drin. Das geht über 6 Monate. Das ist so eine abgespeckte, kleinere Version von dem Thrive-Programm mit einem leicht anderen Fokus. Und ich habe auch mein Schiff VIP Intensive, was über 2 Monate geht. Und diese drei Programme sind quasi der Kern von meinem Bento-Box, der Kern von meinem Angebot und woraus auch die überwiegende Anteil von meinen Umsätzen generiert werden.
In dem vierten Abteil habe ich mein Successful Solopreneur System. Das ist ein Online-Kurs, mein ganzes proprietäres System. Und das ist auch eine Art von Programm oder Produkt, das ich auf dem offenen Markt anbiete. Zum einen in meinem Online-Shop, also auf thepoint.com, oder zu verschiedensten Zeitpunkten im Jahr mache ich Sonderaktionen, um Leute an Bord zu bringen. Und das ist alles. Mit diesen vier Hauptprodukten erwirtschafte ich meinen ganzen Umsatz für das Jahr. Was für mich natürlich eine super schöne Sache ist, weil ich habe gerne wenige Produkte. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil und auch wenige Kunden. Weil, und das haben wir besprochen am Anfang von dieser Serie Simple Business, ich lege Wert auf einen Low-Tech, High-Touch-Business, wo ich wirklich eine qualitativ hochwertige, tiefergehende Beziehung mit meinen Kunden habe. Und wenn du ein Mensch bist, hast du vielleicht auch gemerkt, du hast eine natürliche Begrenzung, wie tief du gehen kannst, wenn die Anzahl deiner Kunden wächst. Okay? So, das heißt folgendermaßen, und ich werde das gleich auch übertragen auf dein Business und wie du damit vielleicht nach vorne gehen kannst. Aber jetzt bleibe ich bei meinem Beispiel, weil ich kann ja nur von dem sprechen, was ich als einfach empfinde. Nämlich, meine Idee am Anfang des Jahres war, pro Hauptabteil, diesen ersten drei Hauptprogramme, hätte ich gerne in dem gesamten Jahr nur 10 Kunden jeweils drin. Das heißt, insgesamt für diesen One-to-One-Bereich 30 Kunden über das gesamte Jahr gesehen. Was für mich total machbar ist, und das hängt natürlich ab von deinem persönlichen Empfinden. Also ich habe früher eher 40 oder 45 Kunden an Bord gebracht in jedem Jahr gesehen. Und das ginge auch, aber das war auch energetisch ein bisschen erschöpfend über die Zeit. Und für mich fühlt sich 30 wirklich leicht und locker an über das gesamte Jahr gesehen. Und viele oder 10 jedenfalls der Kunden, die in diesem Shift-Bereich unterwegs sind, sind nur 2 Monate an Bord. Das heißt, es ist auch nicht das gesamte Jahr über die 30 Personen an Bord. So. In dem Kurs, wovon ich gesprochen habe, im Successful Solopreneur System, das ist mein Gefühl, dass ich gerne in dem Jahr so bis 25 oder 30 Leute an Bord habe. Auch dort möchte ich niemals mehr als 20 Leute pro Durchgang haben. Warum? Weil wie heute zum Beispiel traf ich mich mit der Gruppe, die gerade an Bord sind bei dem Successful Solopreneur System. Und ich konnte wirklich mit jedem Einzelnen sprechen in dem Gruppencoaching. Ich hatte mindestens 10 Minuten für jede Person. Und das ist mir wichtig, dass ich jede beim Namen kenne, dass ich bei jedem weiß, woran arbeiten Sie in Ihrem Business? Was ist Ihr Schwerpunkt? Was bewegt Sie gerade? Und dass ich eine Chance habe, mit jedem zu sprechen. Das heißt, insgesamt über das Jahr für mich 6 Kunden, 30 im One-to-One und 30 in etwa in diesem eher Gruppenkontext. Und das ist für mich ein einfaches Business, okay? So, die Angelique ist auch da und die Alena grüßt euch zusammen. Die Angelique mag dieses Low-Tech, High-Touch. Das finde ich auch schön. Das ist nicht von mir. Ich habe das gehört von meiner Mentorin, von Catherine Deaver. Und auch Fabienne hat es früher genutzt und es passt also einfach wunderbar zu mir. Also ich mag es auch sehr gerne. So. Jetzt, wo ich heute auf dem Spaziergang mit Duke unterwegs war, habe ich mir Gedanken gemacht darüber, was könnte ich euch sonst vermitteln über ein einfaches Businessmodell. Und was mir in den Sinn gekommen ist, und jetzt sind wir bei diesem mittleren Teil im Bento-Box, da wo die Soße ist oder der Ingwer oder was auch immer, das sind so unterstützende Elemente, die quasi vereinfachen, dass die anderen 4 Dinge, die in meinem Businessplan drin sind, dass die vereinfachen die Auslieferung. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein unterstützendes Element bei mir ist der Freitagsfortschrittsbericht. Das ist ein absolut automatisierter Prozess. Das Formular wurde einmal aufgesetzt mit frühen Fragen zur Reflexion über die Woche. Und ich habe ein System, es nennt sich Letter Me Later, und sie schickt jeden Freitag automatisiert dieses Check-in-Fortschrittsbericht an alle meine One-to-One-Kunden. Das wäre ein unterstützendes Element. Meine Kunden lieben es, zu reflektieren, was waren Highlights und Lowlights der letzten Woche.
Was haben Sie erledigt und was nehmen Sie sich für die nächste Woche vor und was möchten Sie mit mir im nächsten Coaching besprechen? Und wenn Sie das ausfüllen, zum Beispiel über 6 Monate, kriegen Sie einen schriftlichen Leitfaden von Ihrem Entwicklungsprozess, worauf wir gerne zurückblicken in unserem Celebration Call am Ende des Coachings. Also das ist ein Beispiel von einem unterstützendes Element. Ein weiteres Beispiel von einem unterstützenden Element, ein Stück Ingwer, wenn man so will, bei dem Winterbox bleibend, ist ein monatlicher Call, die wir in der Gruppe machen mit allen 1:1-Kunden, wo wir ein Mini-Masterminding machen, wo wir Fragen und Antwort gemeinsam in der Gruppe machen. Dieses unterstützende Element ist so toll, weil meine Kunden einen zusätzlichen Touchpoint mit mir pro Monat bekommen zu dem, was sie an 1:1-Zeit gebucht haben. Sie lernen die anderen kennen und können profitieren von dem kollektiven Gehirn und haben nicht nur mein Input, sondern auch die Input der anderen, die weitaus zusammengetragen mehr Erfahrung haben und Wissen, als ich alleine das haben könnte. Das ist auch ein unterstützendes Element. Ein weiteres unterstützendes Element ist natürlich mein proprietäres System, das Successful Solopreneur System, was das vierte Produkt auch da ist, weil alle Privatkunden haben Zugriff auf diese 23 Business- und Mindset-Lektionen und können immer wieder diese anschauen, um zu lernen, wie sie ihr Business aufbauen, wie ihr Marketing gestalten und all diese Dinge. Und das ist nicht nur eine tolle Ressource für Sie, sondern es entlastet mich auf dem ganzen Weg, weil wenn wir mitten in einem One-to-One-Coaching sind und ich möchte, dass Sie vielleicht da nachschauen, dann weise ich Sie auf ein Teilmodul oder Lektion oder Vorlage, Beispiel, whatever in diesem System. Und Sie gehen dorthin und holen sich das. Wir brauchen nicht unsere wertvolle 1:1-Zeit zu nutzen, um einzelne Trainings zu machen. Wir können uns auf die spezifische Fragestellung des Kundens konzentrieren und maßgeschneidert und individuell an ihr Business arbeiten. Das ist ein unterstützendes Element von diesen Paketen auch wenn es gleichzeitig ein Produkt ist. Und andere unterstützende Elemente könnten sein für eine Facebook-Gruppe, eine Erfolgspartner und. In deinem Business könnte das anders aussehen. Das Wichtigste ist, dass diese unterstützenden Elemente unterschiedlich ausgestreut werden bei den Programmen und Produkten. Das heißt, vielleicht haben alle diesen Check-in-Bericht bis auf die Shift-Kunden. Und alle haben die One-to-One-Gespräche oder die Gruppengespräche einmal im Monat. Alle. Also ich kann diese unterstützenden Elemente hinzufügen zu meinem One-to-One-Coaching und baue dadurch, je nachdem, wo ich diese unterstützenden Elemente in welches Paket oder Programm unterbringe, bringe ich Unterscheidungen und Differenzierung rein. Und ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Die sind sowas wie standardisierte Elemente, die ich nutzen kann jedes Mal, wenn ich nach vorne gehen möchte bei neuen Paketen und Programmen. Ich hoffe, dass das Sinn macht, wie ich das gerade erkläre. Es ist für mich ganz klar, aber wenn du eine Frage hast, stell mir die Frage unten. So, das heißt, wenn ich über mein Businessmodell nachdenke, denke ich über weniger Angebote, ich denke über Prozesse oder standardisierte Dinge, die ich immer wieder einsetzen kann in meinem Business und nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Und das ist für mich mein einfaches Businessplan. Und mein Ziel ist es, bei diesen Kunden, die ich haben möchte, diese 60 insgesamt, dass ich nicht die ganze Zeit am Launchen und Verkaufen von meinen Sachen bin, sondern ich bin jemand, der sehr gerne hier mal eine Weile meinen Fokus setze und dann ist das meiste erledigt. Also das ist quasi eine gehebelte Wirkung. Und was meine ich damit? In Dezember und Januar gab es Kennenlerngespräche für das erste Teil des Quartals. Und ich habe somit, Gott, was habe ich gemacht? Also fast 40% meines Jahresumsatzes habe ich erwirtschaftet über diese 4 Produkte im Monat Januar. Das heißt, für mich ist der überwiegende verkaufende Teil des Jahres fast vorbei. Vielleicht gibt es einen weiteren Abschnitt im Sommer oder im Herbst wieder. Ich weiß nicht. Es wird sich ergeben auf dem Weg. Aber das meine ich mit einfach. Ich bin nicht ständig fokussiert auf all diese Dinge, weil mein Businessmodell auch leicht auszuliefern ist in einem kurzen Zeitraum. Okay. So, jetzt möchte ich zu dir kommen, zu euch. Und was mir aufgefallen ist, und zwar, es war Ende des letzten Jahres in Bonn. Ich war auf dem Inspi Camp und ich habe eine Session gehalten und zwar zum Thema
Preisgestaltung. Also wir hatten in einer vorherigen Session über VIP-Tage gesprochen und dann ergab sich ein Gespräch über alle meine Preise. Also wie gestalte ich die Preise von all den Angeboten, die ich habe. Und in diesem Gespräch habe ich am Anfang eine einfache Frage gestellt, nämlich was ist dein nächstes Umsatzziel für das Jahr 2018? Und es gab Zettel und jeder hat anonym quasi eine Zahl hingeschrieben und eingereicht. Und von den circa, ich glaube, es waren etwa 20 Leute, die da waren, waren 80% der Aussagen, ich möchte nächstes Jahr den sechsstelligen Bereich erreichen. Und zwar, also die wollen in Richtung 100.000 Euro Nettoumsatz gehen für das kommende Jahr. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht geht es dir auch so, dass du in diese Richtung hinarbeitest. Und ich wollte ein paar Beispiele nennen von einem einfachen Businessmodell, was dich wirklich fließend und leicht dorthin bringt. Und zwar gehen wir zurück auf mein Beispiel, nämlich am Anfang habe ich gesagt, habe ich pro Jahr circa 40 1:1 Kunden und ich gehe einfach von dem erst einmal aus. Und zwar wäre die Idee, dass du, wenn du deine Pakete anschaust, wenn der Durchschnitt, die durchschnittliche Investition mit mir, mit dir im One-to-One Zusammenarbeit 2.500 Euro wäre, dann hättest du bei 40 Kunden schon 100.000 Euro. Was würde das für eine Monatsakquisition von Kunden bedeuten? Nehmen wir an, du hättest 40 über das Jahr gesehen, die du gewinnst. Das wären circa 3 bis 3,5 Kunden pro Monat, die du an Bord bringen müsstest für dein Businessmodell, um deine 100.000 zu erreichen. So. Was heißt das denn? Ja, das hängt natürlich von dir ab, was deine Konversionsrate für gewöhnlich ist bei deinem Kennenlerngespräch. Wenn du zum Beispiel eine 50% Konversionsrate für gewöhnlich bei Kennenlerngesprächen mit neuen potenziellen Kunden hast und du hättest gern 3,5 Kunden pro Monat, dann bräuchtest du natürlich 7 solche Gespräche, um dein Business Soul zu erreichen für dein einfaches Businessmodell. Okay? Und was das heißt am Marketing, müsstest du selber für dich ausdenken, aber das wäre die Ausgestaltung. Hallo Steffi, grüß dich. So, würdest du allerdings die Hälfte der Kunden haben wollen, nämlich 20 im One-to-One, dann müsstest du nur durchschnittlich pro Kunde 5.000 Euro für pro Paket einbringen. Das heißt, entweder du hast ein einziges Paket der Zusammenarbeit, beispielsweise über 4 bis 6 Monate, und du gewinnst 20 Kunden dafür. Und dann sind wir natürlich eher im Bereich von 2 Kunden oder weniger pro Monat. Und das ist immer das, worauf ich schaue, wenn ich mit meinen Kunden an ihrem einfachen, eleganten Businessplan arbeite, im Sinne des Simple Businesses. Wie kann ich meinen Businessplan gestalten, sodass ich wirklich nur 1, 2 Kunden, maximal 3, 3,5 im Monat gewinnen muss? Aber das fühlt sich für die meisten Menschen, mit denen ich spreche, sehr realistisch an, sehr einfach an. Es ist eine Sache, die sie relativ schnell sagen können, ja, Schelle, das kann ich schaffen, ja. So, mehr möchte ich heute nicht dazu sagen. Also im Rahmen des Simple Businesses, wie sieht deine Form des Bento-Boxes aus? Was ist für dich persönlich ein einfaches Businessmodell, was eine Zielscheibe darstellt, wo du, wenn du das anschaust, sagst, ja, absolut, ich kann das sehr leicht und spielerisch erreichen in Richtung mein sechsstelliges Business oder was auch immer dein Ziel ist, wenn das mein Businessmodell ist. Und jetzt bist du dran. Wir haben das in den letzten Live-Videos besprochen. Wenn du weiterhin diese Videos in deine Livestream bekommen möchtest, dann wäre es sehr von Vorteil, wenn du kommentierst, wenn du mitdiskutierst, wenn du mir schreibst, schau dir, das habe ich heute gesehen, während du gesprochen hast, oder nee, da bin ich total dagegen, ich sehe es anders, oder ich möchte das mit dir diskutieren, oder wenn du mir beschreibst, wie deine Bento-Box ausschaut, oder was für dich es sich einfach anfühlt. Schreib das unbedingt in den Kommentarbereich. A, das inspiriert mich und interessiert mich auch gewaltig. Und zweitens, das wird weiterhin ermöglichen, dass du die Live-Videos in deine Streams siehst. Das hat mit dem neuen Facebook-Algorithmus zu tun. Und ja, die legen einfach Wert auf Relevanz und die messen Relevanz vor allem über Interaktion, Austausch, Diskussion und solche Sachen. Also deswegen mach mit. Ich freue mich, von dir zu hören und wir sehen uns nächste Woche mit dem nächsten Simple Business Thema. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.